Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich bin Alex und heute zeige ich euch, wie ihr die Spülmaschine reinigen könnt, ohne aggressive chemische Keulen aus dem Handel zu verwenden, sondern nur mit altbewährten Hausmitteln. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für deinen Geldbeutel. Der Geschirrspüler macht uns doch das Leben im Haushalt etwas einfacher und reinigt unser Geschirr schnell und zuverlässig. Doch von Zeit zu Zeit braucht auch die Spülmaschine eine gründliche Reinigung. Neben den Sprüharmen und dem Spülmaschinensieb mit Abfluss muss natürlich auch die komplette Spülmaschine im Innenraum von Zeit zu Zeit gesäubert werden. Die Sprüharme und das Spülmaschinensieb mit Abfluss nehmen wir uns in einem zukünftigen Video vor. Abonniert also gleich meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst. Heute machen wir eine komplette Reinigung des Innenraums und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Und dafür brauchst du ca. 50 Gramm Natron und etwas Essigessenz. Als erstes nehmen wir den unteren Geschirrkorb aus dem Geschirrspüler. Damit bekommen wir Zugriff auf den unteren Bereich des Innenraums, wo dann das Natron verteilt wird. Das einfach großflächig auf dem Boden ausstreuen. Danach öffnet man das Pulverfach der Geschirrspülmaschine und füllt hier Essigessenz ein, bis das Fach voll ist. Dann das Pulverfach einfach wieder schließen. Jetzt wird der Geschirrkorb wieder eingesetzt und die leere Spülmaschine geschlossen. Nun ist es wichtig, ein Spülprogramm mit hoher Temperatur laufen zu lassen. Also am Gerät das wärmste Programm auswählen und starten. Jetzt wird die Spülmaschine von Bakterien, Kalkrückständen und Schmutz gereinigt, denn gleichzeitig findet dadurch auch eine Entkalkung statt. Nach dem Durchlaufen des Programms die Maschine erst abkühlen lassen und nicht gleich öffnen. Ansonsten kommen einem die Essigdämpfe direkt entgegen. Ist die Maschine abgekühlt, dann einfach öffnen und fertig ist unsere Reinigung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch geholfen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Video, euer Alex.